Gute Frage. So, erstmal hier reingehen, nochmal was essen. Weil mein Minecraft-Charakter hier schon wieder sehr, sehr viel Hunger hat. So, dann mal sehen, was wir schon alles ablegen können. Jetzt das ganze andere, das ganze Gedöns hier, das kann zum Beispiel mal weg. Und so viel Erde brauche ich jetzt auch nicht. Und ja, das war's, was ich hier ablegen könnte. Wasserschnurzpartei, die können auch mal weg. So, dann holen wir uns Kobbel und wie viel Kies habe ich überhaupt noch? Das ist Kies, Kies, Kies. Da. Nicht mehr so viel. Das ist natürlich schlecht. Wie viel Kobbel? Okay, da habe ich noch ein bisschen. Kobbel habe ich bisschen noch was. Dann nehme ich mal hier so und. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. Also, pff. Ich habe jetzt schon viel zu viel genommen. Und dann Kies, na gut, so viel Kies habe ich halt jetzt auch nicht mehr. Dann nehme ich einfach mal alles, was ich habe, raus. Und dann müssen wir mal in eine Höhle reingehen und mal aus einer Höhle so ein bisschen Kies holen. Aber bevor ich irgendwie Kies hole, holze ich mal den Baum da hinten ab, weil der stört mich so ein bisschen. Aber schön, dass die Bäume doch wachsen können, nur sieht auch mit der Lampe so ein bisschen doof aus. Den richtigen Stamm da anvisieren und tschüss. Das Ding, da bist du. So. Ja, aber bevor wir in die Höhle gehen, werde ich sowieso dann nochmal ringsherum die Bäume pflanzen, damit die dann wenigstens schon mal wachsen können. Ah, den Kobbel will ich wenigstens nochmal Feuer hinsetzen. So, schon mal eine Seite, schon mal fertig. Ah, Koppel geht doch relativ schnell. Alle. Schon ein Stack verbraucht und nicht mal mit dem äußersten Ring der Hälfte dann fertig. Ach so, ach stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass hier jetzt schon vorbei ist. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Hier muss ich dann. Ah, auch voll. Was mache ich falsch? Genau, das war hier noch breiter. Ja, hier habe ich das auch so gemacht. Und da habe ich es falsch gemacht. Ah ja. So, ich muss nur mal ganz kurz schauen. Moment, das ist die Reihe da und dann nach oben. Dann kommt. Hier muss dann schon die Erde weg. Und da auch. Richtig? Genau. Was ist schon wieder Nacht? War ich nicht eben gerade erschlafen? Habe ich jetzt ein krasses Déjà-vu? War doch eben gerade schlafen. Und als wir hier gebaut haben. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich das? Habe ich das? Hier habe ich das natürlich auch falsch gemacht. Ah, Kasse. Und zwar hier ist das soweit richtig. Und dann so hier hin. Dann vier Blöcke Platz. Wenn man einmal nicht aufpasst. So. Ist doch schon viel, viel besser. Ich sollte eigentlich jetzt mal schlafen gehen. Aber. Ich verbaue mich lieber. Ich möchte das wenigstens hier jetzt noch beenden. Feuer. Und dann kann ich mich ja immer noch schlafen legen. Wir können es ja auch so sehen. Umso später ist das nächste Mal Nacht. Je später ich mich jetzt schlafen lege. Ist doch so. Dann ist Kobbel fast gleich alles verbraucht. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Gut. Oder? Ne, Moment. Andersrum. Dann bin ich gleich fertig. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Und Kobbel habe ich. Doch nicht so viel verbraucht, das wollte ich sagen. Mal wieder meine Worte im Mund verdreht. Ich schieße häufig ja mal. Ah, das wisst ihr ja. Ah, mal wieder schlafen legen. Geht doch. Und wieder raus. Jetzt kümmern wir uns mal um das andere Zeug. Ich habe nicht mehr so viel Knochenmehl, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Knochenmehl. Das bedeutet, ich werde mir noch mal ein bisschen Knochenmehl holen.
habe ich ja, glaube, in der Knochentruhe, also das Knochenmehl, richtig? Knochen drauf, Knochen, Knochen. Spinnenaugen, Beine, Bögen, Leim. Da. Kommt dann noch nicht ganz klar im Lagerhaus. Braucht ein bisschen Zeit, bis ich mich da eingewöhnt habe. So, wo sind meine Setzlinge? Ach, die habe ich schon im Inventar. Wow. Gut. Dann muss ich mal kurz schauen, wie ich das gemacht habe. Also an der Ecke. Doch, an der Ecke habe ich auch einen. Dann 7, glaube ich, Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, dann noch einer. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann noch einer. Perfekt. Das passt ja hier auch so ein bisschen mit den Lampen, muss ich sagen. Genau. Wird das nämlich auch so symmetrisch dann alles sein? Perfekt. Das freut mich außerordentlich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier. Perfekt. Dasselbe da auch nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier hin. Auf die Ecke natürlich. 1, 2. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn hier überall Gras gewachsen ist und die Bäume alle gewachsen sind. Wie das dann wirkt. Ob Eichenholzbäume wirklich hier gut sind oder doch. Ob ich doch lieber ein anderes Holz nehmen sollte. Birke zum Beispiel. Oder andere Baumart, so nennt man das ja. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die nächsten 7 brauche ich eigentlich gar nicht zählen, aber ich zähle trotzdem aus Sicherheit. Nicht, dass ich mich irgendwo anders verzählt habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber bis jetzt passt es ja ein Glück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wir sind fast rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Perfekt. So, jetzt wird Knorrmehl hingesetzt, damit hier überall schön Gras wachsen kann. Vielleicht sind hier ab und zu doch noch mal ein paar zu wenig Blumen, habe ich das Gefühl. Oder ich setze einfach viel zu viel Gras hin. Das kann natürlich auch sein. Jetzt nicht. Wer weiß. Kann sein, wirklich sein, dass ich ein bisschen zu viel Gras hier hinsetze, dass ich hier ein bisschen übertreibe. Jetzt halt auch schön bepflanzt habe. Ja doch, ich denke mal, es wird später ganz gut wirken. Nicht das so mal wie jetzt halt. Sind ja auch schön unterschiedlich Blumen dabei. An manchen Stellen sind dann mal ein paar mehr Blumen, bei anderen Stellen mal ein paar weniger. Muss nicht gleichmäßig alles aussehen. Wäre auch ein bisschen langweilig. Ah. Gut. Dann wäre das hier auch soweit erledigt. Und jetzt haben wir ja noch ein bisschen Kies, den wir hier versetzen können. Oder einsetzen können. Das ist ein besseres Wort für. Und der wird ja nicht lange reichen. Das bedeutet, wir müssen auf kleine Kies-Tour gehen. Der wird erst recht nicht reichen, wenn ich das so mache. Habe ich meine Behutsamkeitsschaufel hier. Natürlich habe ich meine Behutsamkeitsschaufel nicht hier. Habe ich die hier einsortiert? Oder ist die schon kaputt gegangen? Schaufeln. Die ist hier gut. Nachdem die Vermutung, dass die schon kaputt gegangen ist. Aber nein. Weil ich möchte jetzt in einem Block da nicht aufopfern. Hätte ja sein können, dass da ein Feuerstein rauskommt. Und das wäre eher nicht so schön. Ich habe schon genug. Und da wären wir nämlich jetzt auch schon am Ende angekommen. Und man sieht auf der Karte, dass noch einiges fehlt. Da hinten ist ein Baum gewachsen. Der ist soweit ganz okay, oder? Soll er mindestens eine Dreierhöhe haben? Eigentlich wäre mir eine Dreierhöhe noch besser, noch lieber. Klar, mal, um damit Bäume die eine Dreierhöhe bekommen. Sollte man an der Seite mal ein bisschen Kobbel hinsetzen. Richtig? Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
Weiß ich jetzt gar nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Und zwar muss irgendwie daneben oder meinetwegen auch diagonal so ein Turm gebaut werden und dann kann der Baum nicht so klein werden. Wenn wir jetzt mal jetzt mit jedem Baum machen, hier muss halt immer mal ein bisschen Gras weichen, wenn gerade kein Gras in der Nähe ist. Ja. Das ist jetzt nur spontan kam mir die Überlegung, dass das so war. Aber das war so. Wenn nicht, dann Pech. Das werden wir dann erfahren, wenn die Bäume entweder gar nicht wachsen oder zu klein sind. Hier mache ich mal diagonal, das sollte auch ausreichen. Hier ja, muss ich einmal Gras wegnehmen. Ich setze den Gras, das Gras dann später wieder hin oder ich lasse es einfach. Hier nochmal 3er. Hier nochmal dahin. Sieht zwar jetzt so ein bisschen bescheuert aus, aber was soll man machen? Kann man nichts machen. Wenn man halt große Bäume haben will, dann muss man halt auch dafür mal gerade stehen. Da ist jetzt auch nämlich noch ein Baum gewachsen. Ist der in der richtigen Höhe? Ja, hat der 3 Höhe? Ja, 3er Höhe. Das passt. 1, 2, 3. Genau, das passt wunderbar. Das war halt noch eine Stelle ohne Hobbelturm. Dann mach ich das auch mal hin. Doch, so kann ich mir das schon ein bisschen mehr vorstellen, wenn die Bäume so eine Größe haben. Kann ich überall jetzt einen Kobbelturm stehen? Ne, nicht ganz überall. Da habe ich eine Fläche ausgelassen, so. Ja, so wie da habe ich auch eine Fläche ausgelassen. Oh, was ist mit mir jetzt hier los? Nein! Ich wollte da einen Kobbelturm hinhaben. So. Wie kommt mir das da ein bisschen zu kurz die Strecke vor? Das täuscht nur, Gut. Dann sind wir jetzt überall mit Kobbelturmen bestückt. Wunderbar. Und dann können wir uns jetzt auf eine kleine Kiestour begeben. Wir haben ja hier eine Höhle. Wollen wir die auch mal gleich soweit erkunden? Theoretisch ja, aber ich habe momentan keine Fackeln. Dann sage ich einfach mal, wir malen uns mal ein paar Fackeln. Habe ich meine Fackeln gelassen? Ah, die habe ich, stimmt, die habe ich oben gelassen. Auf dem Dach natürlich. Da ist auch schon ein bisschen Kies, das ist ja wunderbar. Noch ein bisschen Kohle, aber Kohle suche ich jetzt gerade nicht. Leuchtet trotzdem mal aus, damit hier keine Monster in Zukunft spawnen. Ruhig mit der Behutsamkeit schaufeln, damit wir keine Feuersteine kriegen. So, ein bisschen Eisen. Ja, ich will an anderen Materialien will ich jetzt eigentlich nichts rausholen, aber nur Kies halt. Hier ist auch noch mal ein bisschen Kies da unten. Oh, ich will hier erstmal alles ausleuchten. Das ist wirklich eine große Höhle hier oder Höhlenkonstrukt. Was? Oh, heilig Scheiße. Es ist schön Kies hier, das freut mich schon mal. Aber so lange will ich dann hier doch nicht verweilen. Dann halt von hinten oder von vorne oder von der Seite oder von oben oder von unten ganz schnell ein Creeper kommt. Da und da noch hin. So, das. Ich leuchte jetzt mal die Gänge, die wir jetzt nicht bereisen, auch nicht aus. Falls ich hier irgendwann mal zurückkommen möchte. Nicht, dass ich dann sehe, ach, hier war ich schon mal, obwohl ich hier nur Kies geholt habe. Eben. Dachte, ich hätte eben einen Feuerstein bekommen, aber wäre ja eigentlich mit einer Bootsumkehrschaufel nicht möglich. Warum habe ich mich eben ein bisschen mal gewundert? Fleck. Ich muss mich mal kurz hier hochbauen. Ach, ich kann auch gar nicht springen. So, jetzt. Dann haben wir gleich ein Stack. Ja, ein Stack Kies voll.
So, da bin ich wieder. Ja, wir sind beim Kies stehen geblieben. Mich hat ein Glück bisher immer noch kein Creeper getroffen, was mich sehr verwundert. Ich mache mal hier eine Packe hin. Das war die falsche Schaufel, aber ich habe es jetzt mal nicht bereut mit einem Feuerstein. So, etwas über ein Stack. Das reicht aber immer noch nicht. Hier ist eine Schlucht, da will ich nicht drin sterben. Da oben ist der Ausgang. Da war ich schon. Soll ich jetzt doch noch mal ein bisschen weiter vordringen? Will ich eigentlich gar nicht. Woll. Das muss, das muss. Hoffentlich ich komme hier auch wieder lebend raus. Ja, dass ich überhaupt rauskomme, das ist auch eine Kunst. Na gut, ich kann sterben, dann bin ich auch draußen. Ist da irgendwas? Nein. Ein Kies. Ein Kies. Ich laufe einfach mal jetzt hier so ein bisschen. Und du? Du bist eine Kuh, eine schwarze Kuh. Okay. Hallo. Bin ich hier schon fast auf Diamant-Level? Wollte eigentlich nicht. Ich wollte doch nur ein bisschen Kies holen. Aber die Neugier hat mich eben doch ein bisschen geweckt nach Diamanten. Schrecklich. Ich komme hier gar nicht mehr zurück. Ich versuche mal den Weg so ein bisschen jetzt mal zurückzufinden. Schwert, da bist du. Gut. Normalerweise habe ich ja ein Hotkey dafür, aber jetzt mal nicht. Hotkey ist ausverkauft. Da geht es, glaube ich, zurück. Ja, genau, von dort oben komme ich. Von dort oben komme ich. Hallo, Schmetterling. Da war ja nichts und da war ja auch nichts. So, jetzt muss ich einfach nur einen Weg nach oben finden. So. Da war ich noch nicht. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Ja, wir haben hier sogar ein bisschen mehr Glück. Sehr, sehr schön. Und weiter geht's mit Kies. Tolle Kies.